Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video den ersten Teil des Typsystems für C# an. Und wir sehen hier direkt in dieser Abbildung im Skript, welche C#-Typen denn überhaupt möglich sind. Und wir sehen hier schon zwei bekannte. Das sind Klassen und Interfaces. Die haben wir uns in den vorherigen Videos schon etwas genauer angeschaut, wie wir damit umgehen können. Und im Verlauf der nächsten Videos werden wir uns eben ausgiebig noch mit Strukturen, Delegates und Enumerationen beschäftigen. Und mit letzterem fangen wir gleich direkt an. Wir haben nämlich schon mal eine Enumeration in einem vorherigen Video gesehen und haben dort eben gesagt, dass Enumerationen eigentlich bloß eine Ansammlung von Konstanten sind. Und diese Konstanten haben eben unterschiedliche Integerwerte. Und dann fangen wir doch gleich mal an, wie wir eine Enum selbst definieren können. Wir können hier eben beispielsweise Kartenfarbe nehmen, also ich gehe hier jetzt von einem Kartenspiel aus und als Kartenfarbe gibt es eben vier Möglichkeiten, die wir als Konstanten festlegen können, wenn wir das deutsche Blatt betrachten. Und das ist eben, wir haben Kreuz, Pik, Herz oder Karo. Und das ist jetzt die einfachste Variante, eine Enumeration zu erstellen. Wir schauen uns nochmal an, wie das Ganze funktioniert. Hier geben wir einen Zugriffsmodifizierer an. Der ist einfach standardmäßig immer public. Also wie schon bei allen anderen Typen, die wir betrachtet haben, Klassen und Interfaces. Für uns ist es immer so, dass wir schauen, dass unsere Typen public sind. Dann folgt eben das Schlüsselwort Enum. Das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ansonsten steht hier ja Class oder Interface, wie wir bisher gesehen haben. Und auch das ist nicht ungewöhnlich. Das ist eben jetzt der Bezeichner für diese Enumeration. Nochmal als Hinweis, wenn wir hier von Enum sprechen, das hat rein gar nichts mit IEnumerable of T oder Collections zu tun, was wir uns auch schon angesehen haben in vorherigen Videos. Enums sind wirklich nur Aufzählungen von Konstanten, die innerhalb eines Typs gegliedert sind. Also diese Konstanten sollten irgendwie thematisch zusammengehören, wie jetzt zum Beispiel hier diese Kreuz, Pik, Herz, Karo-Sachen. Das sind eben die vier unterschiedlichen Farben, die bei einem Kartenspiel möglich sind. Ich habe das Ganze in eine eigene Datei geschoben und wir können eben nicht nur Kreuz, Pik, Herz, Karo so einfach festlegen, denn auch im vorherigen Video habe ich schon gesagt, diese Werte hier sind intern nichts anderes als Integerwerte. Wir können hier jetzt also auch selbst konstante Werte, also oder Integerwerte für diese Konstanten festlegen. Ich sage hier zum Beispiel, Kreuz ist 12 und Pik ist 11 und Herz ist 10 und Karo ist 9. Und was man hier eben sieht, ist, dass wir eben nicht standardmäßig, wie wenn ich das nochmal wegnehme, dann wäre Kreuz eben 0, 1, 2, 3. Also wieder 0 basiert, würde der Compiler diese Werte selber setzen. Wenn ich jedoch eben hier diese Sachen direkt angebe, dann bekommt eben Kreuz den Wert 12, Pik 11, Herz 10, Karo die 9. So sieht das Ganze aus. Ich mache jetzt noch eine zweite Enumeration und zeige an der eben direkt nochmal einige Syntactical Sugars und einige Zusatzfeatures, die eben bei Enums auch noch möglich sind. Und wenn wir hier die Kartenfarbe haben, dann können wir hier natürlich auch den Kartenwert nehmen und hier trage ich eben die 7, die 8, die 9, die 10, die 11, nicht natürlich, das ist der Bube, Dame, König und das Ass. So, warum möchte ich überhaupt das machen, was ich hier oben händisch festgelegt habe?
Nun, man kann eben diese Werte hier unten, diese konstanten Enumerationswerte im Code, wenn man diese Sachen einsetzt, eben auch natürlich als Integer interpretieren. Und dann macht es natürlich Sinn, weil wenn wir Kartenwerte von zwei Karten beispielsweise vergleichen möchten, dann sollten wir am besten auch sehr leicht einfach über diesen Kartenwert an den entsprechenden Integerwert kommen. Hoppala, das wollte ich nicht. Deswegen kann ich hier gleich die 7 festlegen. So, und jetzt ist die Frage, warum legt dieser Mensch jetzt hier bloß die 7 als 7 fest und die 8 ist dann wieder die 1, 2, 3 und so weiter. Das ist nicht der Fall. Wenn ich bei Enumeration einen Wert festlege, händisch, und den nächsten nicht mehr, dann macht der Compiler das so, dass er quasi bei der 8 den Vorgänger anguckt, welchen konstanten Wert hat er denn? Er sieht die 7 und zählt dann automatisch einen drauf. Also die 8 wird automatisch zum Integerwert 8. Die 9 vergleicht dann eben mit der 8 wiederum, weil es nicht automatisch gesetzt wurde. Wird dann zu 9, hier natürlich zu 10. Der Bube wird zu 11, Dame 12, König Ass 13 bzw. 14. Das ist also ein Feature. Wie gesagt, sind Tactical Sugar letztendlich für Schreibfaule, dass wir hier bloß einmal die 7 angeben müssen und die restlichen konstanten Werte sind jeweils Vorgängerwert plus 1. So, da wir wissen, dass diese Konstanten hier letztendlich bloß Integerwerte sind, gibt es auch noch die Möglichkeit, dass wir mit diesem Doppelpunktoperator hier angeben könnten, dass diese Werte nicht als Integerwert, sondern als Bytewert interpretiert werden sollen. Das heißt, hier steht dann eben nicht die 7 als 32-Bit, sondern die 7 als 8-Bit-Wert hier enthalten. Und Byte ist ja auch noch unsigned, also ohne Vorzeichen im Vergleich zu Int. Okay, das ist jetzt sozusagen ein Feature, das man überhaupt nicht großartig einsetzen sollte. Da muss man schon in einem sehr speziellen Fall sein, dass man einen Vorteil davon zieht, dass ein bestimmter Enumerationswert nur 8-Bit lang ist statt 32-Bit. Die heutigen Prozessorarchitekturen sind sowieso auf 32-Bit und 64-Bit optimiert. Was heißt das beispielsweise, dass 32-Bit-Operationen im Prinzip eigentlich genauso schnell ablaufen wie Operationen, an denen eigentlich weniger Bits beteiligt sein müssten. Also es bringt auch überhaupt keinen Performance-Vorteil, wenn man hier eben diesen Syntax wählt und sagt, diese konstanten Werte hier sollen eben keine Integerwerte sein, sondern Byte-Werte. Das ist eigentlich nicht erheblich. Was aber trotzdem wichtig ist, dieser Doppelpunkt hier, der hat nichts mit Ableitung zu tun, in dem Sinn, wie wir es eben bei Klassen oder Interfaces können. Das sagt wirklich bloß gibt den Typen an, von dem eben diese konstanten Werte sein sollen. Also das hier können wir eigentlich relativ schnell wieder vergessen. Das ist mal so in Kommentaren hier noch sichtbar, damit man weiß, dass es das gibt, aber wirklich im Programmieralltag einsetzen, davon würde ich eher abraten. Ja, das war es erstmal zum Definieren von Enumerationen. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir diese Enumerationen dann auch tatsächlich in unserem Code einsetzen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.